Und die nächste Folge ist am Start. Wir auch. Wir haben hier ein Lagerfeuer. Nein, bring mich nicht zurück, Mädchen. Dann bin ich wieder aus. Was? Oh. Entschuldigung. Was machst du denn? Oh, es tut mir leid, Leute. Das könnt ihr jetzt nicht mal hören. So. Oh Mann. Hier ist der abgestürzte Helikopter. Hab ich ihn getroffen noch? Der Klang hat sogar gezwitschert. Der arme Hase. Pilzer. Vergifte dich nicht. Rotkappensammlung. Ich glaube, Rotkappen kann man essen. Ach. Sprich, die Köchen aus 1 von 10 Pilze gesammelt. Ah, okay. Mit Pilze sammeln gehen. Oh, jetzt hast du... Oh, da kommst du nicht mehr ran, wenn du den verbrennst. Doch. Ja, verkohlt. Was ist mit einem verkohlten Vogel? Na, das schmeckt doch besser dann. Guck mal hier. Ehrlich, ja. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Sieht sehr schick aus. Gut. Müssen hier lang. Haben sowas wie Hasen mit einmal getötet? Echt? Weil der eine gebrannt hat und der andere hat ihn mitgerissen. So. Ja. Dahinter. Und dann machen wir mal. Im Wald. Jetzt wird ein Fleck in den bösen Feinde mehr. Oh Scheiße. Na super. Viele Feinde. Gebt lieber auf, bevor ich die Hunde finde. Können es Hunde gewesen sein? Kommt raus, kommt raus! Du musst bestimmt wieder fassen, dass du die Hunde mal erwischst. Ein Hirsch. Ach, haben sie den schon abgefressen? Waren es nicht mehrere? Ja, der andere war dann gelaufen. Okay. Schön leise. Endlich mal. Vielleicht mal wenigstens ein bisschen die Möglichkeit, mich zu verstecken, ist er? Da leuchtet auch noch was. Das ist so ein Typ. Okay, ja. Der muss doch schreien. Das ist so ein Zeug. Das kannst du nachher bestimmt irgendwie runterziehen. Ja, aber gerade sagen, was macht schon auf den Krach. Naja gut, das bringt ja jetzt im Moment nichts. Das ist wahrscheinlich, wenn da jemand draufsteht oder so. So viel Auswahl an Leuchtkram. Naja. Ist auch da hinten war einer. Jo, ich mach erstmal die ganzen Feinde platt und dann gucken wir mal, was da vielleicht irgendwo weitergeht.
frei ist nicht mehr. Oh, klingt aber nah. Mhm. Ich brauche so eine Versorgungskiste. Ah, ich kann schon Pampen machen, okay. Bloß aufpassen, dass Kenner die Möglichkeit hat, Hilfe zu schreien. Mhm. Sonst holen die nämlich auch Leute. Ist gut, dass der jetzt nicht gesagt hat. Nee. Geht wohl nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Ich will da hin. Wo? Muss mal gucken, vielleicht leuchtet ja was. Ah, okay, ich kann es mir denken. Oh! Hä? Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo ich da hin muss. Es ist dieser Eingang. Da komme ich. Pass auf, nicht, dass ich dich sehe. Da komme ich hin, wenn ich das dann in der Luft jage oder mit der Schrotflinte drauf schieße. Mhm. Machen wir dann. Und mein Ziel ist eigentlich da hinzukommen. 8A. Nee, mein Ziel ist. Was ist mein Ziel? Ja, da hinten. Ist mir egal. Ich mach mal hier. Brauchst du das jetzt? Nee, sind noch ein paar. Da lang müsste ich. Ich gehe aber da lang dann. Mehr. Ich will nicht drüber reden. Im Ernst, Bruder. Was hast du gesehen? Was immer du denn? Ach du Scheiße, doch. Der braucht bloß kurz zu dir leuchten, dann sieht er dich. Was gefunden? Wo befindet ihr niemand? Bleiben da stehen, oder was? Okay. Solange du dich nicht bewegst, wahrscheinlich schon. Da hinten ist noch einer. Mhm. Noch einer. Ah, scheiße. Was gefunden? Ich war gut geschossen. Ja, noch einer. Nummer zwei. Die sagen jetzt schon zum fünften Mal, nein, nein, wir müssen weiter suchen. Wie sieht denn gleich? Okay. So, haben wir das. Pustest du alles weg? Ach, jetzt sind alle weg, ja? Nee, die da oben noch. Ich hab da jetzt eine Fähigkeit. Erhöhte Stärke erhöht die... Okay, ich kann mir mehr Munition mitnehmen. Sehr schön. Arsch. Ein Arsch. Ich kann mir Arsch mitnehmen. So. Okay, jetzt haben wir es doch mal ausnahmsweise geschafft, ohne entdeckt zu werden, hier ein Lager zu, mehr oder weniger zu infiltrieren. Die Keule. Ein Buch. Eine Aufzeichnung der Rede des Generals am Vorabend einer Schlacht. Wenn die Yamatai-Eroberer waren... Wenn die Yamatai-Eroberer waren, was hat sie dann aufgehalten? Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten.
Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. So. Und auch wenn ich es anders betonen würde, wenn die Yamatai erobern, was hätte sie dann aufgehalten? Das heißt eigentlich, wenn sie die Yamatai-Eroberer waren, nein, was hätte sie dann aufgehalten? Wenn die Yamatai-Eroberer waren, was hat sie dann aufgehalten? Nein. Wenn die Yamatai-Eroberer waren. Nein, so geht das nicht. Alles falsch. So, ich muss noch die Blatt machen und dann... Das sind so viele, ey. Da muss ich aber hin. Ich will aber da hinten noch weiter. Ja. Was war das? Ich sehe mir das mal an. So läuft das, Mann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Muhaha. Muhaha. Ja, na gut.